Finale. Hallo. Finale. Ja, hallo. Und herzlich willkommen zum Finale. Zum 17. Let's Play von Realistar. Finale, Finale, Finale. Plus, plus. Ja, da hat schon jemand Vorfreude und hofft, dass es heute ein Ende hat. Vorbei ist. Wir haben ganz gute Karten, denke ich mal, bei Travis zu landen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir uns in den letzten Tagen irgendwie auch die anderen beiden recht gut warm gehalten haben. Komisch. Ja, wir machen einfach mal weiter mit dem langweiligen Unterricht und hoffen auf das Beste. Du gibst einfach nicht auf. Nee, heute haben wir doch nicht mal Travis dort getroffen, so eine Scheiße. Ja, du vergeudest unsere letzten Tage. Wir treffen Derek. Hey, Mehui. Oh, hi, Derek. Wie läuft's? Nicht schlecht. Ich chille nur etwas nach einem langen Tag. Und du? Shoppen, obwohl ich diese Eisdiele jetzt schon seit 10 Minuten anstarre. Die Ice Cream Factory macht die besten Geschmackssorten. Oh, ich könnte definitiv ein Eis vertragen. Warum lade ich dich nicht einfach ein? Okay. Das musst du nicht. okay. Komm schon, ich bin dein Freund, oder? Ich sollte dich einladen. Ach, jetzt ist er wieder mein Freund. Nun, wenn du es wirklich so sehr willst, dann ist es okay, schätze ich. Derek und ich laufen das Einkaufszentrum runter, bis wir den Food Court erreichen. Wir gehen zur Ice Cream Factory und schauen uns die Geschmacksrichtungen an, die sie heute haben. Oh, Erdbeerkäsekuchen, das nehme ich definitiv. Derek geht auf den Kassierer zu und holt seine Geldbörse raus. Leer. Einmal Erdbeerkäsekuchen und einmal, Er schaut auf die verfügbaren Geschmacksrichtungen. Holländische Schokolade. Der Kassierer rechnet den Preis zusammen und Derek bezahlt. Er nimmt die zwei Eiswaffeln vom Servierbrett und kommt zurück zu mir. Bitteschön, ein schönes Eis für ein schönes Mädchen. Wie nett von dir, aber kein Grund für Schmeicheleien. Das ist keine Schmeichelei, wenn es wahr ist, oder? Wir zwei laufen durch das Einkaufszentrum und bewundern die verschiedenen Auslagen in den Schaufenstern. Ach, das macht Spaß. Ja, es ist schön, sich ab und zu einfach mal zurückzulehnen und zu entspannen. Dereks Handy klingelt und er geht schnell ran. Ja. Vielleicht hauen die sich ja noch. Ja, sicher. Ja, keine Sorge. Okay, okay. Tschüss. Er legt auf und lächelt mich entschuldigend an. Tut mir leid. Ich muss gehen. Das ist okay. Wir sehen uns schon. Bis später. Joa. Und keinen anderen zufällig noch getroffen? Oh. Tut mir leid, dass ich so schnell und früh los musste. Meine Eltern neigen dazu, mich an einer ziemlich kurzen Leine zu halten. Und sie mögen es nicht, wenn ich nicht unter der Aufsicht eines Erwachsenen stehe, obwohl ich finde, dass du ziemlich erwachsen bist. Oh, naja, was soll man machen? Derek, PS, ich hoffe, dir hat das Eis geschmeckt. Verdammt! Warum gehst du jetzt eigentlich in letzter Zeit immer auf Fernsehen? Du willst unsere schöne Intelligenz zunichte machen. Na gut, dann machen wir das doch jetzt danach. Oh Gott, da kommt doch sowieso wieder nichts mehr rum. Oh, doch. Lies. Achso, sobald die Mittagsglocke klingelt, gehe ich zur Sporthalle. Ich bin sicher, dass Derek glücklich sein wird, dass ich das Kleid geholt habe, was er mochte. Einige andere Schüler haben bereits meinen üblichen Platz eingenommen, also gehe ich zu einer neuen Ecke. Die Jungs spielen Basketball wie gewöhnlich. Sie sehen viel entspannter während der Mittagspause aus, wenn sie einfach nur trainieren und Spaß haben können. Pass auf! Ich schaue auf, gerade rechtzeitig, um einen Basketball zu sehen, der direkt auf mich zufliegt. Au!
Ich reibe mir behutsam meinen Kopf und fühle nach irgendwelchen Beulen. Eine Kleine beginnt sich bereits zu bilden. Oh, wir gehen ins Krankenzimmer. Mirui, bist du okay? Derek rast zu mir rüber und kniet sich neben mich. Ja, ich denke, ich bin okay. Ich versuche aufzustehen, aber ich schwanke ein wenig. Bist du sicher? Ja, ich bin nur... Oho! Derek hebt mich hoch in seine Arme, ohne zu warten, bis ich meine Antwort fertig spreche. Hey, ich habe gesagt, mir geht's gut. Ich kann einige von Dereks Teamkameraden über mich flüstern hören. Einer von ihnen zeigt ihm sogar einen Daumen hoch. Du kannst nicht mal alleine stehen. Lass mich dich wenigstens ins Krankenzimmer tragen. Na gut. Ich fühle mich noch benommener als vorher, aber jetzt weiß ich nicht, ob es wegen dem Basketball oder wegen Derek ist. Mit schnellen und behutsamen Schritten trägt mich Derek durch die Sporthalle. Er bewegt sich so schnell, es ist, als ob ich überhaupt nichts wiegen würde. Hey, ich fühle mich jetzt okay. Du musst das wirklich nicht machen. Bist du sicher? Ja. Er setzt mich sachte ab und öffnet die Tür zum Flur für mich. Tut mir leid, war das ein bisschen viel? Nein, ich habe nur... Mir geht es gut. Bist du sicher? Er sieht immer noch besorgt um mich aus. Ja, ich war überrascht. Das ist alles. Mir geht's gut. Er lässt einen Seufzer der Erleichterung heraus. Oh gut, mir tut das alles wirklich leid. Ich glaube nicht, dass die Jungs gewöhnt daran sind, dass jemand so nah dran sitzt. Nein, es war meine Schuld. Ich sitze für gewöhnlich nicht da. Wir schauen uns für ein paar peinliche Sekunden an, bevor wir beide zur gleichen Zeit sprechen. Ich. Du zuerst. Nein, du. Ich wollte nur Danke sagen. Hey, kein Problem. Ich bin froh, dass du dich besser fühlst. Naja, du kennst mich. Ich bin ziemlich dickköpfig. Nun, für mich bist du eher hübsch als dickköpfig. Danke. Ich sollte wirklich gehen. Oh, richtig. Ja, dann schätze ich, gehe ich einfach wieder zurück. Ja, danke nochmal. Keine Ursache. Oh Mann, das kam unerwartet. Ich berühre noch einmal meinen Kopf. Der Knubbel ist ziemlich empfindlich, aber es ist nicht schlimmer geworden. Ich sollte besser zurück zum Unterricht gehen, bevor ich noch mehr Zwischenfälle gerate. Als ich nach der Schule in Richtung meines Schließfaches gehe, sehe ich Shiro im Gang. Er piept in einen Nebengang ein und ich renne, um ihn einzuholen. Bevor ich um die Ecke gehe, sehe ich, dass er mit jemandem spricht. Derek? Ich gehe einen Schritt zurück und verstecke mich hinter der Ecke. Ich weiß, ich sollte nicht lauschen, aber ich bin neugierig. Bitte halte dich von Mirui fern. Tut mir leid. Wer bist du nochmal? Das geht dich nichts an. Doch, tut es irgendwie, wenn du mir sagst, was ich tun soll. Devin! Kommst du jetzt mit uns trainieren oder was? Die Tür der Sporthalle schwingt auf und Dereks Coach starrt ihn ungeduldig an. Ich komme, Coach. Derek dreht sich mit einem bösen Blick zu Shiro, aber er rennt in die Sporthalle, ohne noch etwas zu sagen. Shiro seufzt und geht zurück zum Hauptgang. Ups, wenn er mich sieht, weiß er, was passiert ist. Ich husche schnell den Gang runter und verstecke mich zwischen den anderen Schülern. Jetzt, wo die Schule vorbei ist, was soll ich mit meinem Nachmittag machen? Travis Arme rennen. Ja, gucken wir mal. Oh nein, das kann doch nicht sein. Boah, wie viel Geld wir haben. Ja, jetzt kommt meine...
E-Mails prüfen. Nichts. Nein. Lernen. Einmal schnell saven. Ja, soviel zum Thema Finale. Das war's dann wohl. Müssen wir noch eins aufnehmen? ja, dann spannen wir euch gar nicht auf die lange Folter. Bleibt dabei, folgt uns, gebt uns Likes. Genau. Guckt auf unser Blog. Tschüss, tschüss, bye bye. Bye bye! Zu einem neuen Finale! Tschüss, Baka! Baka, Baka!